Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Trek Flottenkommando, das Spiegeluniversum, Folge 2. Während es in der ersten Folge eher noch um was anderes ging, wollen wir uns in der zweiten Folge dem Spiegeluniversum nähern. Und zwar gibt es immer noch nicht, wir sind immer noch vor 18 Uhr, es gibt immer noch nicht die Aufgaben, es gibt immer noch nicht den neuen Eventpass, aber vielleicht können wir die Systeme schon besuchen. Und das werden wir tun. Ich habe mal kurz ausgetestet, also ich war noch in nicht ein System drin, das seht ihr auch. Alle sind noch quasi grau hinterlegt und wir erreichen das Spieluniversum, glaube ich, über einen Pfad, genau, und zwar hier drüber, ja. Horolus, da war ich noch gar nicht. In Horolus, das ist ein System 1. Wir können das Sol-System, ein 35er-System, mit unserer Discovery erreichen. Die würde ich auch mal nutzen. Und ich gucke mal, ob wir auch in den Deep Space, wie weit wir in den Deep Space reinkommen. Dieses Teil hier, auch, das geht auch, Garnalda. Wo wir, hier steht ein interphasischer Riss. In dieses System gelangt man nur über einen entsprechenden interphasischen Riss, steht hier. Steht das hier bei dem Mirror-System auch? Nein? Hier kann man bloß ein Schiff hinsenden. Das probieren wir aus. Aber mal sehen, wie weit wir mit unserer Discovery kommen. So weit ist es gar nicht. Hier hinten sind noch... Gucken wir mal kurz. Kommen wir hier überhaupt mit irgendeinem Schiff hin? Da würde mich mal interessieren, ob wir mit unserer Voyager so weit kommen. Ja. Hier hinten auch. Ich glaube, wir haben hier noch ein 65er-System. Da schaffen wir es nicht. Um Vulkan zu erreichen, brauchen wir eine Warp-Weichreite von 1000. Das habe ich noch nicht gesehen. Von 1000 brauchen wir... Pidgem, ist das möglich? Ja, das ist möglich. 65, ein 65er System. Da haben wir hier noch ein 61er. Das schaffen wir auch nicht, sind 700 erforderlich. Das 45er haben wir hier. Hier haben wir noch ein 65er System, 700. Ein 55er System, das geht wieder. 61 geht auch nicht mehr, 700. Okay. Also, es sind einige Systeme da, die wahrscheinlich nur mit Schiffen, die höchste Reichweite haben, erreichen können. Also eine entsprechende Herausforderung. Aber jetzt werden wir uns mit unserer Discovery zum Sol-System begeben. Das machen wir mal. Wir springen hin. Da bin ich manchmal neugierig, was es dort alles zu entdecken gibt. Aktuell mal sehen, ob schon ein paar Mitspieler dort sind oder noch nicht. Ja, ein paar haben sich hier schon eingefunden, nicht allzu viel. Wir haben ja auch wieder Terra, Jupiter, Mars, alles klar. Ein Mitspieler von uns ist auch schon da. Das ist Admiral Archer, der sich dieses System auch schon mal angucken wollte mit einer NX-01, die ich immer noch nicht habe. Übrigens den Ausweiter auch noch nicht. So, und dann gibt es hier imperiale Sternflottenvernichter, die natürlich eine... große Ähnlichkeit zu hier zum Beispiel mit der Enterprise haben. Die Grafik baut sich hier noch ein bisschen auf, erkennbar an den Emblemen, an andere Embleme. Was kriegen wir denn hier an Material? Paarstahl, na okay. Aber die haben bestimmte Fähigkeiten hier unten. Da bin ich ja auch mal neugierig. Die Montage. Wenn der gegnerische Spieler zu Beginn einer Runde einen Hüllenbruch erleidet, erhöht sich dieses Schiff seinen Waffenschaden für eine Runde um 20%. Photophobie. Zu Beginn der Runde, wenn der gegnerische Spieler an einen Hüllenbruch leidet, erhöht dieses Schiff für eine Runde seinen isolytischen Schaden. Okay. Das sollte jetzt nicht unbedingt das größte Problem sein. Okay, Aufgaben wird es hier noch nicht geben. Was haben wir hier ansonsten noch? Imperiale Sternflottenkreuzer. Also Material ist jetzt hier nicht unbedingt gerade überwältigend. Aber hier wird es dann sicherlich die neuen Aufgaben geben. Wollen wir mal weiter gucken? Hier werden wir nicht hinkommen, vermute ich. Hier ist auch ein neues Symbol. Schaut euch das an. Es gibt hier nicht nur Deep Space,
als Symbol, sondern hier ist auch ein neues Symbol. Ich vermute mal, das hat was mit dem interphasischen Riss zu tun. Und ihr seht schon, ich kann diese Systeme nicht erreichen, auch hier nicht. Ich muss wahrscheinlich einen sogenannten interphasischen Riss erzeugen. Ich werde am Anfang nur diese 6 Systeme erreichen können. Wir können ja mal, da nehmen wir einfach einen Kurs, da will ich jetzt nicht hinspringen wegen 30 Sekunden, auf Wolf 359. Und dann schauen wir uns an, ob es in diesem System etwas anderes noch zu entdecken gibt. So, schauen wir mal kurz rein. Übrigens habe ich in der Zwischenzeit eine Stärke von 57 Millionen. Das System anzeigen. Ah, Eintrittsriss. Da schaut sich Titan von IT. IT ist auch gut. IT. Italiener wahrscheinlich. Auch an. Ein interphasischer Riss. Gewöhnlich. Hier steht Kurs, aber ich habe das Zeug nicht. Hier, Spiegelgutschein. Fordere von der Spiegelraffinerie ein. Verfügbar ab Ops Level 40 plus. Wird verwendet, um in den Spiegelweltraum zu reisen. Nehme ich Kurs drauf? Wird sicherlich nicht funktionieren. Alles klar. Also, in Wolf 359 befindet sich ein Riss. Übrigens, wenn ihr diese Folgen seht, dann hat sich die Sache wahrscheinlich für euch auch schon längst erledigt, weil ihr selbst schon auf Entdeckungsreise gegangen seid. So, schauen wir doch mal hier. So, hier schaut sich auch noch einer was an. Fuselfink von Ivo ist auch schon neugierig, was so die nächsten Stunden passiert. Und auch hier unten GV71. Oh, den kenne ich auch noch von der Zeit, als ich bei Ivo war. Hat eine ähnliche Stärke wie ich. So. Und einlösen kann man aber noch nichts. Wir hatten uns in der letzten Folge ja die Raffinerie schon angesehen. Kurz mal schon spioniert. Wir brauchen... Ah, da sind die Boosts. Hier, ne? Holodeck? NX? Da ist das Material, ne? Was ist das hier? Das ist Spiegelstaub. Spiegelstaub war nicht. Ich gehe mal noch mal kurz rein. Ich habe das vergessen, wie das heißt. So, wir brauchen... Na, zeigt er das an? Spiegelgutscheine. Spiegelgutscheine. Ich glaube, die Spiegelgutscheine könnte es kostenfrei geben. Das ist pro Tag vielleicht eine begrenzte Anzahl gibt. Aha, liebe Leute, jetzt haben wir es doch da. Wir haben es doch da. Es hat sich in den letzten Minuten aktualisiert. Habe ich hier noch ein paar Events? Oh, noch eine Stunde 40 Minuten. Ich kann immer noch hier Forschung betreiben. Aber in der Zwischenzeit hat sich der Pass aktualisiert. Spiegeluniversum. Und lass mich mal schauen. Baut sich gerade mit auf. Spiegeltacho. Das ist ein Ranking. Dann haben wir Kampfmeister. Spiegeluniversum EMS. Feinde und Spieler im Spiegeluniversum bekämpfst. Oh, das ist wieder was für Phönix. Verdammt nochmal. Einige von uns werden wahrscheinlich wieder fluchen. Da gehöre ich dazu. Weil hier steht, man kann hier Punkte sammeln. Oder man muss hier Punkte sammeln. Ist das Spiegelstaub schon? Nee, gewöhnlicher Rissschlüssel ist das. Man punktet bei diesem Event, indem man Feinde und Spieler im Spiegeluniversum bekämpft. Da werden sich wieder viele, viele freuen. Super. Besiege einen Feind sind 1000 Punkte. Und besiege einen Spieler sind 10.000 Punkte. Also werden wieder viele auf Spielerjagd machen. Und das freut mich ja schon wieder. Kampfmeister. So, wollen wir das mal ausprobieren? Wollen wir das ausprobieren, liebe Leute? Wir machen mal Folgendes.
dass wir mit unserer Discovery holen wir doch mal unsere Valdor hierher. Hat das jetzt geklappt? Ja, hat geklappt. So, ich habe hier die PMC-Crew drauf. Und wir können ja mal gucken, ob wir so einen imperialen Frachter besiegt bekommen. Und was es dann so gibt. Also ich glaube, das muss wirklich vor ein paar Sekunden neu sein, weil bis jetzt hält sich noch kein Spieler hier auf. So, gucken wir doch mal, ob wir hier was bewirken können. Ja. Wir können was bewirken. Wir haben kaum Schaden genommen. Also PMC scheint hier ganz gut zu sein. Und mehr oder besser als 35er können wir ja noch gar nicht jagen. Wir kommen hier in den System hier noch gar nicht weiter. So, was bringt uns die Sache denn? Das ist jetzt hier wirklich Blind Game. Also hier punkten wir gar nicht. Weil wir wahrscheinlich noch nicht im Spiegeluniversum sind, oder? Feinde und Spieler im Spiegeluniversum bekämpfen. Also ich habe jetzt keinen Punkt bekommen, obwohl wir uns doch schon in dem Spiegeluniversum aufhalten. Oder bekommt man erst Punkte? Oder das aktualisiert sich noch nicht. Das kann natürlich auch sein. Lass mich mal kurz nachschauen, was es für Punkte gibt. Zerbrochenes Glas. Dann schauen wir kurz nach. Spiegeluniversum. Zerbrochenes Glas. Ah, okay. Es gibt also nur hier bei dem Ranking. Die Gürtler sind wir auf Platz 9. So, nur hier gibt es aktuell die Punkte. Punkte bei diesem Event, in dem du Feinde besiegst. Bonus für Feinde auf Level 40 plus im Spiegeluniversum. Feinde nur mit SU. Spiegeluniversum Feinde auf Level... Okay, zwei. So, und dann besiege einen Feind auf Level und so weiter und so fort. Mit SU, Spiegeluniversum heißt das dann. Ne? SU wird die Abkürzung für Spiegeluniversum sein. Also, das Spiegeluniversum ragt in die Galaxie hinein. Es ist eine Bedrohung. Wenn wir Zugang zum Spiegeluniversum haben können, kann es auch Zugang zu uns haben. Das müssen wir verhindern. Es wird mehr Kraftanstrengungen erfordern, als wir allein haben, um dieser neuen Gefahr zu begegnen. Schließe dich mit deiner Allianz zusammen und zerschmettere den Feind. Ja, was mich wundert aktuell, ist, dass wir... indem du Feinde und Spieler bekämpfst. Die Frage ist nur, ob mit diesen ein Feind im SU besiegen. Entweder aktualisiert sich die Punkte noch nicht, weil ich bekämpfe ja gerade Spieler im Spiegeluniversum. Ich bekämpfe ja gerade Feinde im Spiegeluniversum. Oder ob damit erst die gemein sind, wenn ich mich hier befinde. Wenn ich den Riss nutze und durch den Riss in diese Gebiete hier springe, ab Level 40. Weil hier hilft das aktuell nicht. Wir können es nochmal probieren. Aber hier kämpft aktuell auch noch keiner. Das bringt mich nur im Ranking weiter. Wenn ich hier nochmal raufgehe. Aber bin ich wahrscheinlich aktuell der Einzige, der das tut. So, sei es drum. Wir wollen ja nicht alles in dieser Folge zeigen. Ich werde jetzt noch ein bisschen Forschung machen, damit ich auch noch die letzten Events, die sich hier befinden, Machtdemonstration, da muss ich noch ein bisschen was tun, um hier noch punkten zu können. Die Belohnung, die will ich noch mitnehmen, zumal ich ja in dem Bereich Forschung sowieso noch ein bisschen was machen möchte. Und so, dass wir uns dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann, macht's erstmal gut, euer BRP. Tschüss, Leute.